Servus, darf ich mich zu euch dazusetzen? Selbstverständlich. Ich bin der Stefan und wer seid ihr? Elisabeth. Laura. Und der Rudi. Und der Rudi. Ja. Wunderbar. Seid ihr das erste Mal da heute? Heute das erste Mal, ja. Also heute das erste Mal, aber insgesamt dritte Mal. Was gibt es denn für euch so für Volksfestrituale? Was muss denn jedes Jahr dabei sein? Ja, normalerweise Händel, Freibier, schmeckt am besten. Ja, und Radle. Alles klar. Ja, die Frage erübrigt sich, ob es ein Radle eher sein soll oder ein Gorsmaß. Ja, Radle geht schon anfangs und dann geht der normale Maß. Wunderbar. Den Gickel seid ihr ganz gut hergefahren. Wie waren Sie? Sehr gut. Sehr gut. Nicht salzig. Also kann man empfehlen. Haben wir gegessen? Ja, bis jetzt am besten eigentlich so. Super. Spielen wir noch ein Spiel entweder oder. Händel oder Fisch brauche ich auch nicht fragen, oder? Na, momentan Händel, ja, Händel. Losstand oder Schießstand? Schießstand. Lieber selber Leistung bringen, oder? Ja, ein bisschen probieren muss man immer. Schau mal, wie die Augen sind noch. Riesenrad oder Skyfall? Riesenrad, weil es klassisch ist einfach. Das ist voll fest. Ja. Na. Riesenrad muss auch immer dabei sein, oder? Ja, das ist schön. Ganze Umgebung von oben sehen, das ist Erlebnis. Jedes Jahr ist was anderes. Ist das heute auch noch geplant? Ja, wahrscheinlich. Schauen wir, wie das wird sich ergeben. Aber immer ist besser Abend. Wenn Lichter sind und alles, da sieht man ganz schön alles. Heute ist ja eine Lampe und Fahrt. Seid ihr da dabei? Ja, ich schon. Also ich gehe mit Freunden hin, wahrscheinlich. Ansonsten, was muss auch noch unbedingt, also wir haben ja abgehakt schon Händel, Bier. Was muss jetzt noch als passieren am Volksfest? Ja, dass man mit dem Dirndl halt hingeht, das ist ja das Klassischste. Ja. Stimmt, Tracht fällt noch, gell? Ja, aber um Mittagszeit ist nicht so, Abend ist besser. Trachten tragen. Wieso ist das am Abend besser? Dann ist es nicht so heiß wahrscheinlich. Dann. Die Hose auch nicht. Oh. Erwischt, ja. Ja, es ist ja auch sehr heiß. Aber Werbung für Stadt, für Volksfest, Lederhose richtig angezogen. Auch nichts. Da habt ihr mich jetzt erwischt. Nächstes Mal. Ausgemacht. Aber dann sind wir beide in Tracht da. Wir sind dabei. Dann ist anders. Ja, wer muss heute heimfahren? Normalerweise wir fahren wir mit Bus, weil wir so günstig haben vom Mittling. Da kommen wir direkt vom Zuhause, direkt zum Riesenrad, also ist es optimal. Also direkt von der Haustür ans Riesenrad? Ja, direkt von der Hause haben wir eine Bushaltestelle und dann fahren wir also direkt zum auf Nacht selbstverständlich zum Riesenrad, heute Stadtplatz, aber den Stiegel kann man auch laufen, ist kein Problem. Wunderbar. Braucht man nicht auf Auto aufpassen, auf Parkplatz und immer Pass. Das ist der Geheimtipp, mit dem Bus zum Volksfest. So ist es. Viel Spaß euch noch, danke. Dankeschön, bis nächste Mal wieder, gell? Wir kommen. Noch wieder die Lederhose, Dendel, alles Ausrüstung, so am Volksfest so sein. Versprochen. Ciao.